Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deepyosh mit einem brandneuen Part von Pokémon Ranger 3. Auf Spuren des Lichts. Nachdem wir erfolgreich aus den, ja, Missionen... Mann, geh doch mal weg da eigentlich. Wir müssen ja zum Vulkan. Ich weiß, wir müssen zum Vulkan. Aber wenn du im Weg stehst, kann ich auch den Typen nicht anlabern. Auf jeden Fall haben wir dafür gesorgt, dass das Schiff erstmal repariert ist. Und wir jetzt uns auf dem Weg zu diesem Vulkan machen können. Das ist klasse. Da lasst mich mit den... General überholte Miss Ranger gleich in die See stechen und zum Fall, ja, Vulkan erst aus, ich meine, natürlich aufbrechen. Naja. Er ist mal wieder so witzig gerissen. Yay! Gut, dann machen wir uns direkt auf den Weg. Das wird auch viel spaßig werden, bestimmt, auf dem Vulkan. Auf jeden Fall sieht es hier recht interessant aus. Das ist also der Fire-Daira-Vulkan. Lass uns schnell sehen, Ober. Auge ausfindig machen und Lavados beschützen. Ja, ich beschütze Lavados. Nächste Mission. Auf den Gipfel von Feuerdau, Vulkan. Gut. So. So, und weiter geht's. Auf jeden Fall haben wir hier noch einige Gegner. Die. Naja, da sehen wir ja schon Gegner. Das ist doch nicht zu fassen. Ihr habt es tatsächlich bis hierher geschafft. Uns versagt ihr die Suppe nicht. Das garantiere ich euch. Hey Pokémon, zerstört den Fangkampf des der beiden Ranger. Das kriegst du sowieso nicht hin. Das glaube ich eher nicht. Gut. Vampir und... Okay. Ja, vor allem kriegen die es nicht hin, weil... Ist ja noch recht einfach hier... Die beiden hier... ranzunehmen. Ja, Pichu, das auch was machen. So, auf geht's. Ja, du gehst auf das andere Ding. So. So, dich. Oh, da muss ich aufpassen hier. Bei denen. So, und das haben wir dann auch schnell gefangen. Gut. So, der Fangkampf ist OP. Yay. Gut. Brand, ja, okay, Rang 1. Und du hast Tackle Rang 2. Gut. Auf jeden Fall können wir das uns gut merken. Für später irgendwann mal. Du bist wirklich starr, ich meine, wenig schwach, als ich dachte. Trotzdem war dein Sieg nichts weiter als purer Zufall. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Geh wir lieber zum Vulkangipfel. Doch zuerst ein Naturschauspiel der besonderen Art für uns zwei Ranger. Was habt ihr jetzt schon wieder vor? Na, anscheinend doch nichts. Was passiert hier? Muss ich hier schon wieder mit Entei aufkommen? Was war das denn gerade für ein... betäubender Lärm. Ja, auf jeden Fall ist es hier ziemlich viel los. Anscheinend. Oh. Mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Ihr könnt euch doch nicht so sehr damit brüsten, Pokémon Ranger zu sein. Aber über die brodelnde Lava werdet ihr nie im Leben schaffen. Im Punkt der Gerissenheit bin ich unschlagbar. Kommt doch her, wenn ihr könnt. Ja, wir kommen jetzt über Lava. Wir müssen einen Lavafluss irgendwie Einhalt gebieten. Ja, das ist das Problem. Wie wird es gestaltet? Oh. Auf jeden Fall gehen wir mal kurz zu Smogmog. Vielleicht bringt der ja uns irgendwas. Okay, Pichu kommt direkt raus. Gut. Meins, Pichu. Wow, du ziehst ja richtig viel ab gerade. Kriegst du es doch komplett runter? Oh, perfekt. Oh, man, übertreib hier. Oh, das Peach übertreibt hier extrem. Muss ich zugeben. So, auf jeden Fall macht das wieder eine Giftwolke. Zumindest. Oh, mein Gott, hör auf, hier rumzufurzen. Du bist ja genauso wie Stankapu. Mann, Gott. Töte mich. Nein. Ah, okay. Das wieder was machen. Auf jeden Fall. Weil ich selbst kann hier nichts gerade bewerkstelligen, wenn das Ding hier die ganze Zeit seine Sache macht. Gut, auf jeden Fall haben wir es schon mal gefangen. Perfekt. Gut. 750. Und Zertrümmern Rang 2. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ja, was packen wir hier weg? Am besten das Wingull. Was ich dann aus Versehen mal gefangen habe. So, Wingull ist weg. Gut. Smogmog gehört uns. Auf jeden Fall müssen wir da irgendwie dafür sorgen, dass wir hier irgendwie durchkommen.
Ja, wie kommen wir da am besten rüber? Ach, da geht's auch noch weiter. Was haben wir denn hier? Ach, da brauche ich stärkeren 2. War hier nicht irgendwie ein Fampi? Ja, da haben wir es ja. Gut. Pampi hat ja Rang 2. Darum meinte ich ja, dass wir es merken müssen. Also von daher können wir es auch schnell irgendwie kurz fangen. Gut. Es gehört uns. Wow. Dafür können wir jetzt erstmal einen Typen mit Zerschneider ablegen. Mal gucken, wen wir dafür ablegen. Ah ja. Mitnehmen. Auf jeden Fall brauche ich das. Erstmal so. Ja, oder. Ah, legen wir erstmal einen mit Zerschneider ab. Ach, Skorkra. Du darfst gehen. Skorkla, du darfst gehen. So. So ist, glaube ich, besser. So. Auf jeden Fall muss ich Fampi dafür sorgen lassen, dass es erstmal dieses Ziel beseitigt. Gut. Zielbeseitigung. Auf geht's. Macht den Strom einen Strich durch die Rechnung. Ups. So. Und wir haben. Danke, Fambi. Ja. Und wir haben es endlich geschafft, den Strom hier zu beseitigen. Ist alles gut. Auf jeden Fall war da ja unten noch ein Pokémon irgendwie. Ach, ein Dumpfern. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Wenn wir hier schon Fambi hatten. Da brauchen wir wahrscheinlich für später noch ein anderes. Wow, auf jeden Fall dreht das hier durch. Ja, es dreht wirklich durch. Muss ich zugeben. So, warten wir kurz. So. Da muss ich echt aufpassen. Okay, ich mach doch nicht. So, wartet. So. Es dreht gerne immer noch durch. So, warten wir noch kurz, bis es die Sachen weg hat. Gut, und dann finishen wir es jetzt auch mal. Wie ich zumindest. Gut, perfekt. Ah, es gehört jetzt uns. Yay. Gut, das hat wahrscheinlich etwas mehr RAM-Stärke. Ja, Attacke Rang 3. Ja, bevor wir das hier einfach liegen lassen, oder stehen lassen, je nachdem. So. Hier hat mir nichts mehr. Ach, da hat mir Klumanda. Hallo Klumanda, wie geht's denn alles aus? Gut, dann machen wir es mal direkt auf die Treppe hoch. Das war ra wahrscheinlich Rang 3. Ja, ich wusste es doch, Mann. Das war so logisch hier. Gut, Ram, beseitige mal das Ziel. Auf jeden Fall. Hallo Rain. Und der Stein fällt zu Boden. Gut. Perfekt. Aber wir müssen erstmal gucken, was wir hier hinten noch haben. Auf jeden Fall. Ah. Gibt es hier nochmal einen Smogmog? Finden wir Zertrümmer Rang 2. Wäre eventuell noch gut für später. Ein zweites noch zu haben. Ja, es macht wieder so ein komisches. Okay, es macht nur das Gift-Ding. Okay, Pichu, komm raus. Auf geht's. Krieg das auch hier irgendwie gebacken. Ich muss wahrscheinlich gleich irgendwie. Hier, ja. Oh Gott, übertreib, Pichu. Oh Gott, ne, es hat nicht ganz gereicht. Aber wir haben schon das Großteil hinter uns gemacht. So, perfekt. Ach shit, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Nein! Nein, wie kann das angehen? Okay, es macht nur das. Und die Pfütze. Oh Gott, ne. Also Fußgeräusche hier. Okay. Dann warten wir noch kurz. So. Ach so. Okay, Pichu, komm raus. Und gefangen. Perfekt für uns gelaufen. So. Auf jeden Fall haben wir das auch schon mal erledigt. Wahrscheinlich müssen wir gleich noch irgendwas zertrümmern oder so. Denke ich mir zumindest. Ansonsten wären ja hier nicht die. Da. In Rage-Modus. Das ist meistens irgendwie immer so. Wenn irgendwas in Rage-Modus ist, das musst du fangen. Gut. So. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh! Ach, das sind sie schon. Da bleibt mir ja fast die Spucke weg. Um Himmels Willen habt ihr es nur gemacht. Dann bleibt uns wohl noch
Unser altbewährter Kampf. Nix wie weg. Ach Gott, ne. Einfach so weglaufen wäre doch wirklich rücksichtslos. Los, mein lieber Feuer- und Lava-tauglichen Pokémon. Lass uns die beiden Ranger hier unten können. Oh Gott, der Text. Oh mein Gott, übertreibt, Leute. Leute, was macht ihr da? Eieiei. Ah, es sind einige. Das hast du ja gerade selbst gehört, nicht wahr? Jede Unachtsamkeit wird sicher bitter rächen. Wir müssen unser Bestes geben. Natürlich geben wir unser Bestes. Was denkst du denn? Gut. Was? Wie viel Lärm machen die denn eigentlich da? Oh, hallo Pikachu. Na, wie geht's, Pikachu? Gut. Hat Überladung. Anscheinend. Okay. Meinst du? So. Dann holen wir es. Achso. Okay. Die Elektroattacken bringen sowieso nichts. Gut. Haben wir Pikachu zumindest gefangen? Und was hat das für die Fähigkeit? Ja, können wir ja mitnehmen für. Okay, ausnahmsweise. Hier. Kann ich mal nicht das gehen? Ausnahmsweise. Ja, wir müssen auf den Gipfel. Ich weiß. Wir müssen dorthin. Oh Gott, der übertreibt's Leute hier. Nein, ich bin reingerannt. Nein, wie kann das angehen? Okay, Glutexo, hallo. Ah, shit. So dumm war das gerade. Okay, Pichu, auf geht's. Hau rein. So, nochmal Feuer. Jetzt ist mal wieder Feuer. Und wir haben es direkt gefangen. Yay, gut, passt. Oh, da war auch eine Geburt. Oh, Funkamp Power gleich 4, cool. Brandrang 2. Hm. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nie schaden, irgendwas mitzunehmen. Dafür packen wir mal einfach mal Sneebel weg. Das klingt so komisch. Das Sneebel. Ah, Gott, ne. Okay. So, auf jeden Fall müssen wir hier aufpassen. Warten wir kurz hier. Oh Gott, ne. Autsch, autsch, autsch. So, lassen wir uns einfach mal hier weitergehen. Ah, hier haben wir auf jeden Fall. Oh, übertreibt es hier, Leute. Übertreibt, übertreibt, übertreibt. So viel Feuer. Hm, das geht mal gar nicht klar hier. Gut, wir sind weiter. So, was haben wir denn? Das ging aber gründlich daneben. Dann bleibt uns jetzt wirklich kein anderer Ausweg. Du, uns aus dem Staub zu machen. Oder zumindest hier mal ordentlich Staub aufzuwirbeln. Okay. Kaumaup und Glutexo. Hallo ihr zwei. Na, alles gut? So, Pikachu. Hau rein. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal mächtig Feuer. So, dann kriegen wir zumindest noch Kaumaup irgendwie. Ah, ja, okay. Kaumaup haben wir zumindest schon mal so hingekriegt, dass es nicht mehr wütend ist. Ja, es reagiert aber darauf, dass wir es fangen wollen. Das ist das Komische. Dran. So, okay. Pichu, komm auch nochmal raus. Hau rein. Bist gut, Pichu. So. So, macht mal weiter, Pichu. So, beiden machen Feuer. Auf jeden Fall nehme ich das erstmal weg. Und warte ich. Okay, ich kann doch umdrehen. So, und tschüss. So, Texter haben wir auch recht zügig noch gefangen können. So, Fangleistung A. So, Brand Rang 1. Ja, wir wissen es ja. Und das andere war Brand Rang 2. Gut. Schüsse 2. Gut. Wir haben alles gegeben und dennoch verloren. Jetzt bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als das weiter zu suchen. Ja, okay. Ich bin jetzt ganz deiner Meinung. Okay. Wir haben uns durchgekämpft. Durch allen Gefahren. Gut. Warum ist hier ein Haus? Oh. Möchtest du einen Funkamp aufladen? Natürlich. Warum nicht? So. Auf jeden Fall
Ja, fertig, der Fangkram ist wieder aufge... Wir kommen auf den angelegenen Ort. Lass mich durch nicht stören. Ich überhole mich nur hier. Okay. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Au, au. Au, 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 au. Autsch, das tat weh. Geo, was? Ernsthaft? Musste das jetzt sein? Dass das Ding einfach hier runterfällt. So typisch. Das ist extrem drauf. Das hat extrem Attacken. Ja, wir müssen ja richtig aufpassen hier. Aber auf jeden Fall ist Peach schon eigentlich ziemlich stark geworden. In letzter Zeit. So, es macht auf jeden Fall wieder mächtig Schaden. So. Und das hilft uns auch extrem bei der Sache hier. Das ist das Praktische gerade. So, hau rein. So, ich hau auch noch ein bisschen rein. Kann ich das jetzt fangen? Gut. So, den einen Schaden muss ich mir selbst machen am Ende. So, perfekt. Zertrümmern Rang 3. Das ist recht praktisch. So, nehmen wir es auf jeden Fall mit. Ich brauche wahrscheinlich hier keinen Zerschneider. Janma, du darfst gehen. Auf jeden Fall. So. Okay, das war ein kleiner Zwischenstopp. Ich denke mal, wir machen dann hier einen Schluss. Sonst wird der Part hier wahrscheinlich wieder zu lang. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Ranger 3 auf Spuren des Lichts. Bis dann und ciao, euer Deep Yoshi.